Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ist es wieder diese Zeit des Jahres? Ja, definitiv. Das ist der Indikator, dass der Yeti wiederkommt. Eigentlich relativ überraschend, dass er quasi fast 20 Jahre gebraucht hat, um das kommt in seinen Titel zu bringen. Das könnte ihm in einer anderen Branche einen Rekord einbringen. Ah ja, wir wissen, dass Wicked Vision in den letzten Jahren eine Menge an großartigen Filmen veröffentlicht hat und ein paar Filme, die Leute wie ich großartig finden. Yeti, der Schneemensch kommt, ist definitiv kein guter Film, aber es ist ein absolut grenzgeniales Meisterwerk des schlechten Geschmacks, das jeder Fan von Trashfilmen unbedingt gesehen haben muss. Einer der wildesten und wahnsinnigsten Filme, die man generell in seinem Mediabook-Regal aktuell stehen haben kann. Ein Film, der zwar auf der einen Seite den Yeti natürlich als titelgebenden Charakter hat, aber in Wirklichkeit ein billiges italienisches Rip-Off von King Kong war, nur halt mit wachsenden Nippel, aus denen Laser rauskommen. Ja, ich sagte ja, dass dieser Film großartig war. Und natürlich haben sich damals im Jänner 2022 auch berechtigterweise eine Menge Leute gefreut, dass Wicked Vision zwei Mediabooks zu dem Yeti auf den Markt gebracht hat. So viele Leute, dass diese Mediabooks bereits binnen kürzester Zeit restlos ausverkauft waren. Deswegen hat Wicked Vision im Juli 2022 bereits ein drittes Mediabook mit einem alternativen Artwork auf den Markt gebracht. Aber das war natürlich trotzdem noch nicht genug, um das Verlangen nach steiftätigen, haarigen Uhrzeit Ungetümen zu befriedigen, und deswegen hat es bis ins Jahr 2023 gedauert. Am 15. September kam dann eine weitere Neuauflage, und auf die wollen wir heute einen ganz kurzen Blick werfen. Ganz kurz allerdings der Hinweis, dass wir ja jetzt natürlich mit dieser insgesamt dritten Auflage natürlich auch hier auf meinem YouTube-Kanal zum nunmehr dritten Mal über den Film Yeti, der Schneemensch kommt, sprechen. Deswegen möchte ich all die Informationen, die ich bereits in den ersten Videos gesagt habe, jetzt nicht zwangsläufig wiederholen. Wer sich also für ein paar Hintergrundinformationen zur Produktion des Films interessiert, für das wirklich umfangreiche und geniale Bonusmaterial der deutschen Blu-ray-Auflage von Wicked Vision, ein paar Fakten zu alternativen Schnittfassungen, die Bildqualität und so weiter und so fort, den möchte ich an der Stelle an vor allem mein allererstes Video zu den ersten beiden Mediabooks von Yeti verweisen. Dort findet ihr all das. Heute handelt es sich quasi nur um ein ganz kurzes Upgrade-Review, bei dem wir uns mit den neuen Besonderheiten der Verpackung beschäftigen. Wicked Vision hat mir von der ebenfalls limitierten Auflage der Scannerbook Keepcase Neuauflage aus dem September 2023 nämlich dankenswerterweise auch ein Rezensionsmuster zur Verfügung gestellt, und deswegen möchte ich mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check einen kurzen Blick auf diesen Release werfen. Das Scannerbook Keepcase von Yeti, der Schneemensch kommt, bietet die zwei Artworks, die mich ehrlich gesagt am wenigsten überrascht haben. Das erste, das wir jetzt hier gleich einmal außen sehen, das ist das alte deutsche Kinoplakatmotiv der Scotia, das dann später auch für die meisten deutschen Videoveröffentlichungen, zum Beispiel von Atlas, verwendet wurde, das bei der DVD-Erstauflage von Donaufilm und Alive zu sehen war und das bei Wicked Vision das Mediabook-Cover-Motiv A war. Dabei sehen wir, finde ich, den Yeti absolut großartig, wie er hier diese Stadt in Schutt und Asche legt. Ich liebe den Teil, wie er in der einen Hand diesen Zug einfach trägt, weil er das einhändig ja kann. In der anderen Hand hat er sich eine Frau geschnappt und sieht dabei wirklich absolut beeindruckend bedrohlich aus, wobei man auf den ersten Blick eben fast glauben könnte, dass das bereits seine laserschießenden Nippelapparaturen sind. Aber nein, das ist einfach nur so quasi das von ihm abgeschirmte Batman-Hilf-uns-Signal. Dabei muss man sagen, dass dieses Cover-Artwork auch hier auf dem Scannerbook Keepcase absolut großartig aussieht, in einer wunderschönen Druckqualität vorliegt und natürlich den zur Verfügung stehenden Platz auf diesem Motiv hier sehr gut für sich
einnimmt, das hat man bei Wicked Vision einfach dadurch erreichen können, indem man die Tagline hier in einer Zeile etwas kleiner gedruckt hat, beziehungsweise die natürlich auch ein bisschen nach oben katapultiert hat, sodass man hier eigentlich mit verhältnismäßig geringen Verlusten im Bild das komplette Motiv dann auch hier für diesen Keep Case Release erhalten konnte. Wir wechseln dann über den Spine auf das Backcover, da gibt es eben natürlich noch einmal im grundsätzlich selben Design, das wir auch schon bei den alten Mediabooks hatten, noch zwei Bilder aus dem Film, die Inhaltsangabe zum Film, weitere Details, Cast and Crew Blöcke, beziehungsweise dann die technischen Details, Informationen rund ums Bonusmaterial. Wie gesagt, meinen Kommentar dazu findet ihr in dem älteren Video und wir können an dieser Stelle einmal ins Innere blicken, da erwartet uns der Yeti mit derselben Blu-ray, die auch damals im alten Mediabook enthalten war, und wir können natürlich auch einmal einen genaueren Blick auf das alternative Wendecover werfen. Das ist in meinen Augen das noch wesentlich genialere alte italienische Originalmotiv zu diesem Film, das es nämlich eben damals dann als nachgereichtes Mediabook-Motiv mit dem Cover C gegeben hat, das wir hier, wie ich finde, ebenfalls absolut wunderschön aufbereitet sehen auf diesem Scalavo Keep Case. Auch hier mit wenig Verlust im Bild, ganz im Gegenteil, auf der rechten Seite ist hier im Gegensatz zu dem Mediabook Cover Artwork noch ein bisschen mehr Bild zu sehen. Das sind auf jeden Fall zwei sehr schön aufbereitete Cover Artworks für dieses Keep Case mit Wendecover. Es mag bekanntermaßen den ein oder anderen geben, der ja seine Filmsammlung Mediabook frei halten möchte. Wie das gehen soll, weiß ich nicht ganz, aber es ist ein harter Kampf, vor allem, weil man ja bis in den September 2023 beispielsweise ohne den Film Yeti, der Schneemensch kommt, auskommen musste. Etwas, das ich mir nur wirklich katastrophal und schmerzhaft vorstelle. Glücklicherweise ist diese Durststrecke jetzt vorbei. Man hat zwar nicht die Goodies mit dabei, die man damals zum Beispiel exklusiv bei der Vorbestellung bei Wicked Vision direkt bekommen hat, wie beispielsweise noch eine beiliegende DVD mit einer alten italienischen Original. Originalfassung des Films, das mit Sicherheit noch ein Highlight der Erstauflage war, aber ansonsten bekommt man hier dieselbe Blu-ray wie bereits im Mediabook. Es ist ein wirklich interessantes Paket an Bonusmaterial hier geschnürt worden. Es liegt der Film in, wie ich finde, sehr zufriedenstellender Qualität vor. Und der Film, bist du deppert, dieser Film ist dermaßen geil, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Ein wundervolles, wundervolles, trashiges Machwerk, das ich definitiv jedem Fan von vergleichbar vergeigten Filmexperimenten empfehlen möchte. Diejenigen, die eben damals das Mediabook verpasst haben oder es eben quasi absichtlich verpassen wollten, die können jetzt dann bei der günstigeren Scanavo-Neuauflage zuschlagen, weil eines ist definitiv klar, ja, es ist Zeit für Yeti, der Schneemensch kommt.